Einen wunderschönen guten Morgen, herzlich willkommen zu einem neuen Video nach... Oh, meine Haare. Ich bin immer so unzufrieden, wenn ich in der Kamera sehe, wo ich eigentlich, also im Spiegel, zufrieden bin. Ja, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Nach einer etwas längeren Pause. Zum einen hatte ich echt viel für die Uni zu tun, dann war ich krank, dann hatte ich gestern Geburtstag und wir waren ein bisschen unterwegs. Und ja, jetzt habe ich doch noch mal ein paar Tage weniger Stress als gedacht. Deswegen dachte ich, nehme ich mein Video auf. Und ich habe auch vor kurzem in der stressigen Phase einen Vlog gedreht. Den habe ich aber noch nicht geschafft zu schneiden. Den lade ich vermutlich dann später hoch. Das ist dann durcheinander von der Zeit, aber ist ja egal. Wir müssen gleich Karl abholen. Der hat bei meinen Eltern übernachtet, weil wir gestern Abend auf dem Konzert waren. Und ich habe mich richtig gefreut, weil also wir waren bei Ice Nine Kills und die haben einfach dienstags gespielt. Und das ist jetzt nicht so normal, wobei Day to Remember gestern auch gespielt hat hier in Leipzig. Aber ich bin froh, dass wir bei Ice Nine Kills waren. Ich kann euch ja noch was vom Konzert einblenden, also von gestern. Wir haben echt wenig irgendwie also gefilmt oder Bilder gemacht, weil man ist auf dem Konzert, um sich das Konzert anzugucken und nicht irgendwie zu filmen oder so, meine Meinung. Aber ich kann euch was Kleines einblenden. Also, wir sind ja schon mal eigentlich ganz erfolgreich angekommen, bis dann der Busfahrer, wir wären tatsächlich mit dem Stadtbus gefahren, gegen ein parkendes Auto gefahren ist, einen Spiegel abgeknallt hat. Ich habe mich zu Tola erschreckt, weil ich an der Seite saß, wo das war. Und wir hatten echt einen guten Plan, aber waren ziemlich durchgetaktet. Und jetzt müssen wir uns abholen lassen, weil der nächste Bus zu spät wäre. Und jetzt ist hier richtig Stress. Und ja, also in 20 Minuten müssen wir oben sein. Und Tim hat dann ungefähr 5 Minuten, um da hochzufahren. Das wird alles legal. Ein Glück haben wir unser Auto hier gelassen, sonst könnten wir jetzt nicht abgeholt werden, sondern müssten wirklich den nächsten Bus nehmen. Zu Fuß kommst du da auch nicht schnell genug hoch. Und ein Taxi findest du hier nicht. Also nach einem Taxi musst du erstmal suchen. Ja. Nee, aber das ist ja nicht mal so, dass du einfach hier irgendwo stehen welche oder so. Du musst ja rumlaufen und suchen, so ungefähr. Also. Und du stellst an. Aber das dauert alles viel zu lange. Eben. Das ist ja richtig krass. Und dabei sind wir nicht mal auf dem Dorf, sondern in der Stadt. Das ist eigentlich schlimm genug. Wie ihr sehen könnt, sind wir in unserem Auto und haben alles noch auf die Minute oder sogar noch ein bisschen besser geschafft. Wir halten jetzt nochmal bei meiner Oma. Du kannst hier hinten theoretisch nach oben lang fahren. Hi, haben wir einen neuen Kindersitz? Das ist halt ein Kindersitz. Wir müssen den gleich mal einbauen. Wieso fragst du mich, ob du Kaffee trinken darfst? Weil wir die Zeit noch haben. Ach so, ja. Haben wir. Cool. Wir können ihn durchlaufen lassen, während wir den Kindersitz einbauen. Hopp, hopp, hoch mit dir. Ist hier. Moment, ich muss Schuhe ausziehen. Erläutern Sie bitte fachmännisch, wie Sie diesen Kindersitz hier einbauen. Aber der Gurt muss noch durchgefädelt werden. Ja, okay, Entschuldigung. Und ansonsten würde ich die Kopfstütze noch ein Stück runterschieben, dass der dann so ein bisschen wie eingeklemmt ist. Oder? So, und hier können wir auch jemanden mitnehmen. Vielleicht können wir hier irgendwie eine Katze oder so klauen. Laufen noch bestimmt irgendwo Katzen rum. Was willst du? Wir brauchen noch jemanden, der hier auf dem anderen Kindersitz sitzt. Hä? Guck mal nicht so. Lass mich gucken, wie ich will. Weißt du nicht, wie man einen Kindersitz einbaut? Woher auch? Also, woher soll ich das wissen? Hey, wer soll immer die Kindersitze einbauen? Hey, unsere kann ich doch, aber so eine neue noch nicht. Warte. Also, wieso darfst du hinten sitzen? Tja, weil du einmal ein bisschen beifahre, ich hinten was ist von Batman? Der Kindersitz?
Wieso hast du eine Tasse Kaffee am Start? Weil es schnell gehen muss. Kali, wo fahren wir jetzt hin? Was isst du da? Eine Flugentenbrust? Nein. Gucken, die hatten gar keine Kinderkarte. Das wird da vielleicht sein. Prost. Prost. Ah, jetzt hat er es mit die Küste. So, endlich wieder zu Hause. Wir waren spontan mit meiner Oma noch in einem Restaurant essen. Wir waren kurz dort bei ihr, als wir den Kindersitz da geholt haben. Also sie hatte den halt noch übrig. Und dann fragte sie, beziehungsweise es war eigentlich so, Tim wollte eine Tasse Kaffee trinken, hat sich einen Kaffee gekocht. Dann fragte sie so, ja, wollen wir nicht noch was essen gehen? Und ich so, klingt eigentlich ganz gut so. Dann war aber die Schwierigkeit, wir mussten erstmal ein Restaurant finden, was heute am Wochentag Mittagstisch halt auch anbietet. Und dann haben wir eins gefunden, was so wirklich ausschließlich gute deutsche Küche hatte. Und da war ich dann irgendwie sofort richtig begeistert. Und dann waren wir essen. Genau, dann haben wir meine Oma wieder nach Hause gebracht und sind dann hierher gefahren. Und jetzt darf ich die Blumen hier in Vasen schön machen. Und ich dachte, das zeitraffere ich mal. Und ich kann euch zeigen, was ich zum Geburtstag bekommen habe, weil ich es gerade hier sehe. Und zwar habe ich diese Flasche hier bekommen. Das ist so eine Flasche, die misst, wie viel man trinkt und das in so einer App erfasst und dann leuchtet die hier unten. Habt ihr bestimmt schon mal von gehört. Die kann man irgendwie mit so einer Apple Watch zusammen verbinden und sowas. Und die leuchtet dann immer zur Erinnerung, wenn man trinken soll und sowas. Mega cool. Den Rest kann ich euch auch mal anders zeigen. Ich kümmere mich jetzt erstmal um meine Geburtstagsblumen. So, was sagt ihr zu den zwei Gartensträußen? Ich finde die mega schön. Der hier war schon so zusammengebunden, den hatte meine Oma fertig und das war der Rest. Die haben ein bisschen auf der Fahrt den Kopf hängen lassen, vor allem die hier. Ich muss gleich Wasser rein tun und stelle ich einen auf den Tisch und einen hier in der Küche ins Fensterbrett. Ich liebe sowas aus dem Garten. Ich wünschte, wir hätten auch einen Garten. So, guten Morgen. Ich habe gestern nicht mehr weitergefilmt. Wir waren einkaufen, dann habe ich einen Mittagsschlaf gemacht, so 17:30 rum. Das war's. Und heute kann ich euch nochmal ein bisschen mitnehmen. Tim ist schon bei seinem ersten Termin. Ich trinke gerade ein Glas mit Zitronenwasser. Ich habe neulich was darüber gelesen, wie gut es ist, jeden Morgen oder generell einmal am Tag so ein Glas mit Zitronensaft und Wasser zu trinken. Und grundsätzlich war mir davon schon einiges bekannt, aber so richtig, so dass ich mir dachte, ja, oh mein Gott, das musst du auch machen. Keine Ahnung, dann habe ich gestern Zitronen gekauft, jetzt trinke ich Zitronenwasser und habe noch keinen Kaffee getrunken. Ja, mal gucken, was wir heute noch so machen. Never break, always fight, never quit, do it right, play the game, win it life, have no shame, there's no time, feel the pain, let the grind, I could change. Okay. Ich glaube, ich brauche jetzt auch meinen Kaffee. Sonst komme ich nicht so richtig aus dem Knick. Mal sehen, was die Kaffeemaschine gleich wieder für Sonderwünsche äußert. Falls die aus dem Knick kommt, vielleicht braucht die auch erstmal einen Kaffee. Sieht man mir an, dass ich mega müde bin, deswegen wollte ich jetzt auch noch den Kaffee trinken. Ich möchte an der Stelle das Video beenden. Ich habe übelster Schlafdefizit, merke ich gerade immer noch. Aber ich weiß nicht, ob ich es schaffe, wenn ich von der Arbeit komme, mich hinzulegen. Weil Tim dann wieder losfährt. Es ist heute wirklich so, einer ist da mit Karl, dann kommt er nach Hause, der andere. Also wir wechseln uns immer so ab, was nicht schön ist. Weil, keine Ahnung, ist halt so ein richtiges Durcheinander hin und her. Du bist auch müde, ne?
Die anderen Geschenke zeige ich euch gerne im nächsten Video. Und vielleicht ist das nächste Video das Video von vor einiger Zeit und dann schneide ich das da noch mit ran. Mal gucken. Und ja, dann bis zum nächsten Video. I never miss that fact. Taking big swings, bitch, hand me the bat. Put me in the ring, you'll go out in a bag. Cause I sing what I mean and I bring it to the mad light. Ain't got time to kill, I got time to feel. I took the red pill, I know life's short, so I wanna live real. But how's it supposed to feel?